In der Liga ist momentan so ein bisschen der Wurm drin, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir heute mal im DFB-Pokal spielen. Wieder in Frankfurt. Im Ligaspiel haben wir hier gewonnen, 4-1. Ich werde heute mit einer veränderten Truppe auftreten. Habe ich aber vorher angekündigt, dass ich im Pokal mal ein paar andere Leute spielen lasse. Aufstellung zeige ich euch gleich. Ja, in der Liga läuft es momentan nicht so. Wir haben gegen Stuttgart verloren, gegen Hertha, gegen Schalke. Also die letzten Spiele waren nicht so erfolgreich. Aber das ist halt gerade so eine Phase, die wir durchmachen. Ist, glaube ich, ganz normal. Wir sind trotzdem Elfter. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ihr ja, mit der Kameraeinstellung soweit zufrieden seid, dass ihr mich unterstützt, dass ihr immer unter den Videos nette Kommentare da lasst. Da wollte ich mich ja mal so zwischendurch bedanken. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich versuche das natürlich mit guter Leistung hier zurückzuzahlen. Und wir gucken jetzt mal kurz auf die Aufstellung drauf. Also, Reece wieder im Tor. Der kriegt mal eine Chance wieder. Matsima in der Innenverteidigung. Dann habe ich Links- und Rechtsverteidiger so gelassen. Dann Geis ist reingekommen. Vorne die drei sind neu. Nankishi, Mina und Blanco. Vorne Umar Sadik, der nach wie vor auf sein erstes ja, Pflichtspieltor wartet. Für die Eintracht. Für Bremen natürlich. Die Eintracht auch ein bisschen verändert, oder? Spielen die mit derselben Aufstellung wie gegen uns in der Liga? Kann ich gar nicht sagen. Rote Innenverteidiger, was ist denn da los? Haben die keinen anderen oder ist das so eine Art... Naja... Weiß ich nicht, wie es denn soll. Jetzt stellen wir nochmal die Kamera um. Und dann geht's auch rein ins Pokalspiel. 90 Minuten, 120 Elfmeterschießen, scheißegal. Ihr werdet es schon anhand der Videolänge sehen. Bis zu welcher Minute wir stehen da hinten oder spielen. Da hinten hat es gerade schon gestanden. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wäre ein erster wichtiger Schritt und wäre doch mal schön. Uns mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ein bisschen an den Reglern habe ich auch umgestellt. Wir spielen 4-3-2-1. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt. Warlock, Mina, wie der sich zum Beispiel spielen lässt. Geis kann ersten Warnschuss mal abgeben. Ja. Und Trapp ist da. Und Sadik hätte gelauert. Viel Platz in der Mitte. Hatten wir in der Liga auch schon. Und dann ist er schon auf dem Weg nach links. Und das ist dann natürlich kein Problem für ihn. So, Eckball. Wer schießt den jetzt eigentlich? Bittenkurt spielt ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Geis macht das. Geil, steckt den rein und da ist Umar Sadik mit Blanco, der heute auch mal wieder ran darf. In der Liga hat er getroffen, das ist so ganz kurios. Und Bernabé schickt Blanco, da ist er, Blanco, ach schade. Mehr eine Rückgabe als ein Schuss, aber ist okay. Die ersten beiden Aktionen gehören uns, ist ja auch immer wichtig, dass man mal so reinkommt ins Spiel. Oh, der hätte ich auch durchstecken können auf, ich glaube Mina war das. Der ist zum Beispiel auch letztes Jahr verliehen worden, dieser Mina, also... Vielleicht lässt sich der ja auch ganz gut spielen. Hat, glaube ich, auch der Konstantin Stora mal reingeworfen, dass ich auch mal Spieler, die schlechter bewertet sind, einfach mal reinwerfen soll. Schlechter kann es ja nicht laufen oder meistens spielt man mit denen ein bisschen besser. Hat er ja nicht so ganz Unrecht. Fabio Blanco! 10. Minute Führung. Der Junge macht einfach Spaß. Wenn der spielt, zeigt er immer gute Leistungen, bereitet Tore vor, macht auch Tore selber, so wie in der Liga. Hat er hier getroffen und hier im Pokal trifft er schon wieder. Schöne Vorlage, gut direkt gespielt. Und dann ein toller Abschluss ins lange Eck. Sehr gut gemacht. Da kommt Lenz nicht hin und Blanco ins lange Eck. Mit den Carlos Puyol Gedächtnishaaren. Und das tut einfach gut, mal wieder in Führung zu gehen. Und nicht immer einen Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Und ja, Frankfurt scheint uns zu liegen. In der Liga haben wir auch ganz gut gespielt. 4-1 haben wir hier gewonnen. Also in FIFA scheint das somit mein Lieblingsgegner zu sein. Aber es ist noch zu lange Zeit. Wir haben auch gegen Stuttgart geführt. Wir haben gegen Hertha schnell wieder ausgeglichen. Und dann haben sie uns schwindlig gespielt. Also von daher, lass doch mal die Kirche im Dorf. Die kommen nämlich jetzt mit Kostic. Da muss Borlock mal hin. Kostic, oh, was ist das denn? Da muss ich mich beim Spiel bedanken, dass... Da war das Spiel für verantwortlich. So, und jetzt Geis. Der ist nicht so schnell, aber der hat mal ein bisschen Platz. Sadik Kreuz. Das ist sehr, sehr gut. Sadik, jetzt die große Chance. Sadik! Ja, und wieder eine gute Aktion. Auch wenn der wieder nicht reingeht. Aber der Laufweg stimmt. Zieht Rode weg und Trapp, auch wenn er... Ja, da wäre er rangekommen, glaube ich. Spektakulär liegt er da in der Luft. Aber genau das sind die Laufwege, die er einfach machen muss. Weiter. Irgendwann wird er sich belohnen. Irgendwann platzt der Knoten und dann... ist er nicht mehr zu halten. Manchmal braucht man einfach nur ein Tor, um so eine Art Brustlöser zu haben. Und manchmal braucht man nur einen Balldog, um den Philipp Kostic schon wieder hat das Spiel ihn das machen lassen. Warum?
Weiß nur das Spiel. Naja. So, dann war Nankishi. Der hat mir auch in der zweiten Liga ganz gut gefallen. Als sie ihn zum Schluss ein bisschen häufiger spielen haben lassen. Schöne Flanke. Und da wäre er wieder gewesen. Aber wird leider gut zugestellt. So, und wieder Kostic. Wieder über die linke Seite, wo 90% der Angriffe der Eintracht hingehen. So, aufgepasst. Boré, jetzt müssen wir mal mit Van de Feen raus. Bernabé, Achtung. Und Reeves, dem wünsche ich heute auch ein besseres Spiel. Gegen Leverkusen hat er halt leider nicht gut ausgesehen an allen drei Toren. Aber gut, junger Keeper, junge Stärke. Aber der hatte ja einen Wert von 1 Million. Vielleicht werden die halt wirklich, wenn man so häufiger spielen lässt, besser. Und ich werde den auch noch öfter spielen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass das heute sein letztes Spiel ist. Wenn wir im Pokal weiterkommen, was ich hoffe, dann wird er natürlich auch im nächsten Pokalspiel spielen. Weil nur durch Spielpraxis kann ein Spieler besser werden. So, und Bernabé hat jetzt mal die ganze Bahn vor sich. Und der ist schnell. Und der macht das alleine. Auf jeden Fall. Ah, nein. Zu weit vorgelegt. Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, das macht er alleine. Achtung, Sadik. Gut abgefangen. Dann habe ich ihn einmal zu weit vorgelegt. Scheiße, das wäre eine große Chance gewesen. Sadik. Gut durchgelegt. Auf. Geis. Johannes Geis. Startelf-Einsatz nach so langer Zeit und er zahlt es zurück, der Kapitän im heutigen Spiel. 29. Es läuft einfach gegen die Eintracht. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum ausgerechnet immer gegen die Eintracht. Aber gut gespielt hier, zack, vor den Strafraum. Sadik mit dem Rücken zum Tor, legt auf Geis ab und da hat die Eintracht Probleme mit. Mit dem 4-3-2-1, das habe ich auch nochmal ein bisschen... Oh, Mina, sehr gut. Geht nochmal weg. Das habe ich auch nochmal ein bisschen modifiziert. Ich habe jetzt... Bei dem 4-3-2-1 habe ich auf zurückfallen lassen. Habe die Defensive ein bisschen enger gestellt. Habe dann vorne langer Ball eingestellt. Und ausgeglichen oder direkte Pässe? Ich glaube direkte Pässe. Und generell Spieler im Strafraum auch mal ein bisschen erhöht. Ist halt mal eine Taktikumstellung. Bislang fruchtet sie auf jeden Fall. Der Marcos gegen zwei Leute, da war halt auch nicht durch. Ich muss das endlich halt in den Griff kriegen. Gerade auf der Schwierigkeitsstufe ist das unheimlich schwer. Jedes Ding kannst du nicht verteidigen. Das ist halt so. Jedes Ding kannst du nicht verteidigen. Kostet schöne Ecke. Sadik hilft hinten mit aus. Rustic und Geis. Oh. Ist gerade ein bisschen Kuddelmuddel hinten. Lindström, Rustic. Oh, gut gemacht. Und das wird das 2-1 sein. Nein, Reeves hat ihn. Der war auch nicht gut geschossen. Der war sehr zentral. Aber freut mich für Reeves. Dass er so eine leichte Aufgabe hat. Daran wird er auch gemessen. Da wird er besser. Und die Ecke von der anderen Seite. Und wieder. Nee, diesmal ist es Nankishi. Aber der ist auch schnell. Und der wagt sich mal nach vorne. Da kommt keiner hinterher. Und dann Kishi, der läuft. Und jetzt Sadik in der Mitte. Vielleicht ist er derjenige, der Sadik jetzt mal sein erstes Tor auflegt. Nankishi und Sadik zum zweiten. Nein. Er kommt einfach nicht in die Abschlussposition. Alles richtig gemacht. Guck mal, setzt sich gegen Rode durch, gegen die Laufrichtung. Auch richtig gut geköpft. Und dann klappt es bei ihm einfach nicht. Es will einfach nicht klappen. Schade. Aber weiter geht's. Er kommt Stück für Stück näher. Irgendwann macht er eins. Zur Not hole ich einen Elfmeter raus oder so. Van de Feen. Ja, kann außen mal mitlaufen. Mal wegziehen den Mann. Alexandropoulos. Ja, der kann auch schießen. Der wird nicht angegriffen. Warum nicht? Mina, auch sehr enge Ballführung. Wieder Sadik. Da unten kommt Geis. Und wir legen uns den Gegner mal so ein bisschen zurecht. Wir müssen ja jetzt nicht. Spielen wir mal hinten rum. Bauen mal auf über die andere Seite. Lassen mal so ein bisschen laufen. Je weniger die den Ball haben, desto weniger gefährlich werden sie uns vor unserem eigenen Tor. Geis. Mina, gut gemacht. Ja, die wirken jetzt so ein bisschen angenockt, würde ich sagen. Bisschen angeschlagen. Bernabé, oh, macht das alleine. Nankishi, gut gemacht. Und jetzt die Flanke rein. Da ist er wieder. Da ist Sadik. Und jetzt aber, jawohl. Gol, 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 gol. Uma. Sadik. Endlich ist das Kapitel abgeschlossen. Er hat es geschafft. Auch obwohl die erste Aktion wieder gegen den Pfosten war. Aber er hat es geschafft. Er hat die Schallmauer durchbrochen. Ein großes Erdbeben geht durch Frankfurt. Er hat getroffen. Auch wenn der wieder gegen den Pfosten geht und Trapp hält. Und das muss er dann natürlich machen. Also das erwarte ich dann auch von einem 15-Millionen-Mann. Aber endlich.
Das ist der Brustlöser, den Umar Sadık gebraucht hat und gerade ausgerechnet in Frankfurt im DFB-Pokal trifft er. Und er steht 3-0 zur Pause. Also Wahnsinn, ich kann mir das immer nicht erklären. Weißt du, wir tun uns in der Liga gegen Stuttgart, Hertha und so, tun wir uns so schwer, teilweise auch Chancen rauszuspielen. Dann veränderst du ein bisschen die Aufstellung, veränderst hier ein paar Regler, da ein paar Regler und schon klappt es wie von alleine. Wirfst ein paar neue Spieler rein, die ein bisschen unbekümmerter sind und die sind ja auch nicht unbedingt schlecht. Na gut, Mina hat jetzt hier eine -7, aber die spielen trotzdem klasse. Beste wäre auch zum Beispiel eine Option für Bernabé gewesen. Goller könnte ich mal für Blanco reinbringen, warum nicht? Ist auch schnell, ist von Darmstadt ja ausgeliehen. Oder war ausgeliehen, ist jetzt wieder zurückgekehrt. Und dann lasse ich die Truppe einfach so. Ich spiele weiter aufs vierte Tor, aufs fünfte Tor, so in kleinen Rausch. Um dann das hoffentlich auch mal in die Liga mitzunehmen. Oder ist Frankfurt einfach schlechter als Stuttgart und Hertha? Waren wir einfach nicht konsequent genug? Verteidigen war gut, das weiß ich nicht. Hängt auch ein bisschen mit dem Zufall zusammen, bin ich der Meinung. Ist halt immer noch eine Simulation hier, ne? Ein Videospiel. Darf man auch nicht ganz überbewerten, aber den Schuss darf man gerne bewerten. Jetzt bin ich halt gespannt. Riskiert die Eintracht? Eigentlich müssen sie von Beginn an jetzt volles Rohr alles nach vorne spielen. Mal gucken. Lindström schlecht gemacht. Ganz schlecht. Den lassen wir für Reeves durch. Läuft nicht viel. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank läuft nicht viel zusammen. Das gibt uns, ja, einfach Sicherheit. Einfach Sicherheit in unserer Aktion. Vielleicht auch, wie gesagt, hoffentlich für die nächsten Spiele. Und das Spiel ist ja auch noch nicht vorbei. Umar Sadık, da haben wir ihn. Mit seinem neu gewonnenen Selbstvertrauen. Geis läuft allen weg. Schöne Flanke und da ist... wäre eventuell Geis oder Alexandropoulos gewesen. Ja, nächstes Spiel für die Eintracht ist in Gladbach. Wir spielen, glaube ich, gegen Leipzig. Zu Hause. Ein sehr undankbarer Gegner, aber nach dem Pokalspiel, warum nicht? Und gegen starke oder stärkere Teams tun wir uns ja eh manchmal ein bisschen leichter. Und daher warten wir es mal ab. Ah, Goller, schade. Das wäre ein schöner Pass auf Mina gewesen, der war ganz frei. Und wieder die Eintracht, die ja Platz hat, aber so recht machen sie noch nichts draus. Das ist eigentlich gut für uns. Ein gutes Zeichen. Van de Feen kommt nicht ran. De Marcos. Achtung, De Marcos und Pfosten. Und nachgesetzt und Reeves. Hat den Ball. Ja, mal eine kleine Schrecksekunde. Gute Aktion, aber wir sind sofort wieder vorne. Mina. Hält den Ball, nimmt außen dann Kishi mit. Genau, sehr schön gemacht. Nochmal ein Doppelpass und da ist wieder Sadık. Warum nicht? Mal alleine probieren, Umar Sadık. Der hat jetzt das Selbstvertrauen, Sadık. Und Trapp hat ihn. Ja, auch so Aktion. Immer wieder Ball vom eigenen Tor weghalten. Dann kann der Gegner kein Tor schießen. Das ist auch so eine Phrase. 3 Euro wieder. Solange man selbst in Ballbesitz ist, kann der Gegner nicht treffen. Da oben haben wir nochmal die Bestätigung. Vielen Dank. Nächstes Heimspiel gegen Leipzig. Dann auch wieder in der Liga. Und das Pressing der Eintracht wird jetzt ein bisschen höher. Also die greifen uns direkt mit 3 Mann an, wenn wir den Ball haben, habe ich gerade gemerkt. Gut, ist so ja, unumgänglich. Achtung! Und auch das Gegentor ist unumgänglich. Dominik Kor. Mit dem Ehrentreffer, Anschlusstreffer ist noch viel Zeit. 20 Minuten, das ist noch viel. Da war nicht gut ausgesehen. Das haben wir nicht gut verteidigt. Da war die Mitte doch mal wieder zu offen. Und dann ein Doppelpass Bourré. Der hätte ich mit Van der Feen nicht rauslaufen dürfen. Und dann kommt halt Nazima zu spät und Reeves ist halt auch wieder so ein bisschen der Leidtragende. Geht da früh runter. Spekuliert vielleicht ein bisschen. Na gut, 1-3. Und noch ist ja Zeit. Aber in der Liga hatten wir genau dasselbe. 3-0 geführt, 3-1. Dann Pressing von der Eintracht und dann 4-1. Ging es dann auch aus? Jetzt müssen wir mal gucken. Schön in Ruhe spielen. Mann hier ranholen, Van de Feen. Bernabé, natürlich, die machen jetzt Druck. Das wird noch die nächsten Minuten so sein, aber wir wissen, wie man sowas ausspielt. Oh, aber so nicht. Nein, Kishi, jetzt aufgepasst. De Marcos. Muss mal einer draufgehen. De Marcos, wir kriegen den nicht gestoppt. Oh, Gott sei Dank kommt Bourré nicht ran.
Das war ganz knapp. Das hätte ganz böse enden können. Nun gut, Aktion überstanden. Und der Eintracht gehören jetzt so die letzten Minuten. Noch 12. Lindström aufgepasst. Ball kommt durch. Van de Feen. Achtung, Grätsch zu früh. Und Ries. Und Lindström. Und 2-3. Jetzt wird es nochmal ein richtiger Pokalkracher. Jetzt wird es nochmal ein richtiges Pokalspiel. 3-2 nur noch. Erst gut von Reeves gehalten und dann der Rebound. Unglücklich. Schön trotzdem getroffen von Lindström. Aber unglücklich, dass der genau vor seine Füße fällt. Und dann wird es aber heikel. 3-2 nur noch. Stell ich mal aufs 4-2-3-1. Dass wir in der Mitte vielleicht ein bisschen mehr Stabilität durch die Sechser haben. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So gut gespielt. 3-0. Und dann geben wir das irgendwie leichtfertig wieder außer Hand, warum auch immer. Ah, Golla, komm, den kriegt er noch. Oder? Ja, kriegt er. Braucht die Kamera ein bisschen. Golla mit der Flanke und da ist, wäre es Sadik gewesen. So, und jetzt aufgepasst. Und Bernabé, wichtig, solche Bälle abzufangen. Damit wir selber in Ballbesitz bleiben und vielleicht jetzt die Entscheidung herbeirufen durch Umar Sadik. Da ist er, Sadik! Und das Ding ist durch. 4-2, 86. Minute, Umar Sadik mit seinem Doppelpack. Wenn es läuft, dann läuft es. Gott sei Dank, endlich. Und das war wichtig. Ball abgefangen von Bernabé und dann zack, Bittencourt ruhig geblieben. Und Sadik auch, nimmt ihn noch einmal mit. Und vor Bayern Trapp zum 4-2. Schönes Pokalspiel. Also für den neutralen Zuschauer definitiv. 6 Tore. Der Knoten ist geplatzt bei Umar Sadik und wir ziehen in Runde 3, was gleichzeitig das Achtelfinale ist. Ziehen wir ein, bisschen Geld gibt's und dann gucken wir mal, wer uns da erwartet. Aber noch ist das Spiel nicht rum. Kostic, ich habe so ein blödes Gefühl. De Marcos, Matsima. Oh, Fehlpass. Nochmal aufpassen, trotzdem. Lindström, Boré, gut gemacht. Und es gibt nochmal den Elfmeter, ey. Wahnsinn. Also das ist wieder ein Spiel, da ist wirklich alles geboten. Dann fehlt nur noch eine rote Karte. Ah, weiß ich nicht. Muss er da unbedingt Elfer geben? Das ist ja wieder so ein Ausfallschritt, ne? Kanzel pfeifen, musste jetzt nicht unbedingt machen. Wechsel nochmal. Elfmeter von Boré gegen Reeves. 3-4. In der Nachspielzeit. Aber das wird zu spät kommen. Das ist definitiv zu spät. 3-4. Da wird nichts mehr schief gehen. Aber was für ein Spiel. 3-0 zur Pause geführt. Sahen schon wieder sichere Sieger aus. Dann macht die Eintracht 2 Dinger. Sadik macht das vermeintlich entscheidende 4-2. Eintracht kommt nochmal ran. Aber das war nur Ergebniskosmetik. Wow. Was für ein geiles Pokalspiel. 4-3. Zwei Tore von Sadik. Sehr wichtig, um das nochmal zu betonen. Dem sein Band ist jetzt gebrochen. Auch wieder so typisch deutsch, ne? Dem sein Bann ist gebrochen. 6 Versuche, 2 Tore, das Wichtigste, eine Runde weiter. Darauf kommt's an. Und Statistik spricht auch für uns. Mehr Pässe, Zweikämpfe, Schüsse, also unterm Strich ein verdientes 4-3. Mal gucken mal, wie die anderen gespielt haben. Bayern in der Verlängerung, Augsburg gewinnt, Freiburg gewinnt. Ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen wir spielen werden. So, Blanco, kann's noch mehr? Bleib gelassen. Tja, da muss ich wohl aufs nächste Spiel hoffen, Boss. Bleib gelassen. So Aussagen, ey, da bin ich schon wieder leicht getriggert. Ich habe zwar gesagt, ich überlege mir das, ob ich ihn spielen lasse oder nicht. Dann habe ich ihn halt nicht spielen lassen und schon ist er wieder angepisst. So ein bisschen wenigstens, weißt du? So. Bernabé zum linken Mittelfeldspieler auch abgeschlossen. Okay. Müsste ich doch auch eigentlich jetzt umändern können, oder? Turnierpreisgeld 274.000, immerhin. Ich gucke mal bei Bernabé. Entwicklung abgeschlossen. Genau, Positionswechsel. Und schon, oh, hat er eine 76. Richtig stark. Dann war das von dem Kommentarschreiber oder der mir den Hinweis gegeben hat, eine gute Sache. Jetzt hat er nämlich eine 76. Als LMLVLF hat jetzt noch eine 76 als linker Verteidiger. Aber den können wir dann auch mal als linker Mittelfeldspieler einsetzen. Okay. Hätte dann eine 76. Ja, warum nicht? Sind wir ein bisschen variabler? Dann können wir Beste vielleicht auch mal hinten links reintun. Also, das war eine richtig gute Idee. Sehr, sehr schön. So, Pokal gegen Leipzig, die sind Zweiter. Oh, weia.
Aber ihr wisst, gegen so Gegner tun wir uns vielleicht doch ein bisschen leichter. Oh, die müssen aber gewinnen. 5 Punkte schon Rückstand. Pokal sieht so aus. Runde 3 gegen Fürth zu Hause. Okay, vermeidbar leichtes Los, aber mal gucken. 60 dann gegen Dortmund, Bayern gegen Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Gladbach, Darmstadt, Augsburg, Mainz, Duisburg, Hannover und Köln gegen Bochum. Ja, sind ein paar ausgeglichene Spiele mit dabei. Duisburg als Drittligist noch mit dabei. Und 60 München als Drittligist. Oder sind die jetzt mittlerweile Zweitligist hier in der Liga? Ich glaube Zweitligist. Naja, also, seid dabei gegen Leipzig. Wenn wir hoffentlich in der Liga auch mal wieder ein bisschen erfolgreichere Ergebnisse hier einfahren. Und dann danke ich euch, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.